Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wie immer ist es in dieser Gegend leicht, auf Stuttgarter Geschichte zu treffen. Diese Demonstration heute ist in der Schillerstraße angemeldet. Schiller steht in dieser Stadt, aus der er bekanntlich flüchten musste, für Vernunft, für Freiheit, für gesellschaftlichen Fortschritt. Und diese Art Fortschritt hat nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, was uns die Bahn und ihre Serviceabteilung namens Politik unterjubeln wollen. Und zwar als Rechtfertigung für die Zerstörung von Geschichte und Identität in Stuttgart. Das Zukunftsgelaber mit dem Ziel technischen Murks, architektonische Rückständigkeit und kulturelles Banausentum im Fall Stuttgart 21 zu kaschieren, ist unerträglich. Der Fortschritt der Tunnelfraktion ist nicht einmal, wie behauptet wird, technischer Natur. Die Fortschrittsfloskel dient allein dazu, Spekulationsgeschäfte mit den Mitteln einer brachialen Stadtumwälzung den Weg zu bahnen. Mit Bohrmaschinen, Motorsägen, Abrissbirnen. Der frühere Stuttgarter Bundespräsident Theodor Heuss war ein großer Schiller-Verehrer. Auch angesichts der Notwendigkeit, aus der deutschen Geschichte die Lehren der Vernunft zu ziehen. Inzwischen ist in dieser Stadt vom Geist eines Theodor Heuss nicht viel mehr geblieben als der Name für eine Partymeile. An der schwäbischen Klugheit des ehemaligen Bundespräsidenten orientiert sich ja auch nicht unbedingt sein aktueller Nachfolger. Der hält sich eher an die Stuttgarter Leitkultur der BW Bank zur Ablösung von Krediten aus dem Milieu des Halbseidenen. In diese Art Schmuddel passt der aktuelle Plan, einen Werbemenschen für CDU-Kampagnen als OB-Kandidaten auszurufen. Das türmt voll und ist insofern konsequent, als die Politik der Parteien ohnehin nur noch aus den Sprechblasen und Worthülsen ihrer gut geölten Marketingmanager besteht. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich ebenfalls vor dem Bahnhof etwas vorgetragen. Dieses Datum erwähne ich, weil im Januar 2011 die große Paul-Bonatz-Ausstellung in Frankfurt zu sehen war. Spätestens da wurde klar, so schrieb die FAZ, dass die Bauherren von Stuttgart 21 mit ihrem Denkmal so ignorant und stumpfsinnig umgehen wie 1928 die fanatischen Funktionalisten, die den Bau als reaktionären Giganten diffamierten. Bereits zuvor hatte derselbe Autor, nämlich der Architekturkritiker Dieter Bartetzko, ein Plädoyer für den Erhalt des Südflügels geschrieben. Ich zitiere: Die Zuversicht und die Angst der Moderne, Fortschrittsglaube und die Suche nach Halt in der Geschichte sind, und das ist heute so aktuell wie 1919, in dem monumentalen Bahnhof Gestalt geworden, insbesondere in seinem Südflügel. Besonders gut an diesem Artikel gefällt mir bis heute die Überschrift. Sie lautet: Denn Sie wissen nicht, was Sie in Stuttgart sehen. Heute könnten wir eindeutig sagen, doch,
die Bahn und ihre politischen Helfershelfer wissen sehr wohl, was sie sehen und was sie tun. Oft genug hat man ihnen gesagt, welche historische Substanz und architektonische Einzigartigkeit sie zertrümmern, wenn sie den Südflügel des Bahnhofs abreißen und das Ensemble zum Fragment machen. Aber es ist ihnen scheißegal. Dieser Südflügel steht im Weg, wenn es darum geht, Immobiliengeschäfte voranzutreiben. So verstümmelt man eines der bedeutendsten Bauwerke der frühen Moderne in Europa und hat auch dafür eine Floskel aus dem Wörterbuch der Unkultur parat. Man nennt das Wachstum. Die emotionale Beziehung der Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Bahnhof wird ohnehin mit Arroganz ignoriert. Dieser psychologischen Problematik begegnen die Plattmacher mit ihren üblichen Dummwörtern. Leute, die etwas über ihre Stadt wissen und für sie übrig haben, sind Nostalgiker und Ewiggestrige. Auch gebildete Menschen tauchen auf und kritisieren die angebliche Nazi-Architektur des Monatsbaus. Seltsamerweise waren diese Leute nie zu sehen, wenn es um die notwendige Auseinandersetzung mit der Stuttgarter Nazi-Geschichte ging, etwa beim Einsatz um den Erhalt der Gestapo-Zentrale Hotel Silber als Mahnmal. Oder gar um die aktuellen Umtriebe von Neonazis in Stuttgart und nächster Umgebung. Diese Heuchler fordern nichts anderes als ein Kapitel deutscher Geschichte mit der Amputation des Südflügels auszulöschen. Auf diese Weise zerstört man die Psychologie eines zentralen urbanen Ortes. So kappt man in Stuttgart die Brücken zur Vergangenheit. So zerstört man schon im Ansatz das Verständnis für Geschichte. Und diese Ignoranz setzt sich woanders fort. Denken Sie etwa an die heruntergekommene Altstadt mit ihrer historischen, erhaltenswerten Architektur. Lernen könnten die selbsternannten Experten für Nazi-Architektur aus der deutschen Geschichte, beispielsweise, dass in diesem Land nicht jede demokratische Mehrheitsentscheidung für eine gute Zukunft gesorgt hat. Meine Damen und Herren, im derzeitigen Klima der Zerstörung regiert seit einem Dreivierteljahr bezeichnenderweise der Ministerpräsident einer Umweltpartei und ausgerechnet er sagt kein einziges Wort. Jawohl! Der Ministerpräsident benimmt sich wie der Oberbürgermeister. Ja. Er schweigt. Und er schweigt über die Schmerzgrenze hinaus. Ja. Herr Kretschmann sitzt diesem Prozess der Stadtverschandelung als Zuschauer in der Villa Reitzenstein aus, immer gut eingebettet in seine politische Sachzwangsjacke. Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Ministerpräsident gern als intellektuell gebildeter Landesvater gibt. Allerdings reduzieren sich seine Zitate aus den Kalenderblättern der Philosophie bisher auf die Wertschätzung der Deutschlandtournee von Papst Benedikt. Bravo!
Selbst wenn jeder hier einsehen würde, dass ein Regierungschef die Barbarei am Bahnhof nicht verhindern könnte, so begreift noch lange nicht jeder, warum ein Politiker dermaßen tief auf Tauchstation geht, während er gleichzeitig Bürgernähe und Transparenz propagiert. Diese Politik läuft nach dem ewig gleichen Motto: Am Anfang war das Wort, am Ende war es gebrochen. Ich möchte noch ein paar Sätze zum Protest gegen Stuttgart 21 sagen. Nach meinem Gefühl diskutiert man bis heute etwas zu oft und zu hartnäckig die technischen Fakten des sogenannten Verkehrsprojekts. Dahinter verbirgt sich der Glaube, man könne mit Fakten zur Promilleneigung der Bahnsteige, zur Zahl der Gleise oder zum lächerlichen Verspätungsausgleich die Argumente der Bauherren zerpflücken und den Unsinn der Stuttgart 21-Pläne offenlegen. Spätestens aber nach der Seifenoper des deutschen Schlichtungsfernsehens war zu erkennen, dass alle Argumente nur einer Inszenierung mit längst beschlossenem Verlauf und Ausgang dienten. Jedes Mal, wenn mir heute das an sich klug gewählte Wort Parkschützer begegnet, denke ich, im Grunde bräuchten wir als Signal und um der Situation gerecht zu werden, den Begriff Stadtschützer. Was hier passiert, erinnert an Francescos Bosis Filmklassiker über die Vereinnahmung einer Stadt. Sein Titel lautet Hände über der Stadt. Wenn man bedenkt, dass ein Park ein wichtiger, ein unersetzlicher Teil einer städtebaulichen Komposition ist, dann bedeutet dies, wenn Bäume fallen, ist die gesamte Stadt gefährdet, ihr Charakter, ihre Identität. So finde ich es schade, wenn die Gegner von Stuttgart 21 in der Thematik der aktuellen Occupy-Bewegung keine oder so gut wie keine Erwähnung finden. Jedenfalls spielt Stuttgart 21 als Symbol einer Entwicklung, als Beispiel des Widerstands gegen die Politik der Profitmaximierung nicht die Rolle, die es verdient hätte. Innerhalb des Protests erscheint mir der Blick auf den Bahnhof bzw. den Tiefbahnhof gelegentlich etwas eng. Selbstkritik ist nicht unbedingt das beste Mittel eines Demo-Redners, die Leute zu motivieren. Doch was ist schon richtig in dieser Situation? Zuletzt habe ich mich ein wenig mit den Erfahrungen der Occupy-Leute beschäftigt und denke, dass man von ihnen einiges lernen kann, nicht nur in der Theorie, sondern auch bei ganz praktischen Dingen auf der Straße. Wenn man die Stuttgarter Demos der letzten Wochen erlebt hat, gibt es keine Zweifel, dass sie weitergehen werden. Es ist die anmaßende Propaganda realitätsfremder Herrschaften. Der Protest habe nach der Volksabstimmung seine Legitimation bei der breiten Bevölkerung verloren. Nach dieser Logik hätte jede Opposition, nicht nur die FDP, ihre Legitimation bei der breiten Bevölkerung verloren.
die Mehrheiten der S21-Gegner bei der Volksabstimmung im breiten Zentrum von Stuttgart muss ich hier nicht mehr vorrechnen. Erwähnen muss ich auch nicht mehr, dass diese Volksabstimmung eine Art Freibrief ist, etwa für die Kapitulation des Denkmalschutzes. Bravo! Wichtiger erscheint mir dieser Hinweis. Seit die Grünen den Ministerpräsidenten stellen, ist der Stuttgarter Landtag endgültig eine oppositionsfreie Zone. Das kann nicht gut sein für eine Demokratie und der Protest tut deshalb gut daran, über die schiefen Bahnsteige von S21 hinauszudenken. Für heute verabschiede ich mich mit einem Satz von Theodor Heuss. Er hat ihn den Beamten gewidmet, vermutlich auch Mentalitätsbeamten wie Herrn Kretschmann. Er gilt aber auch für Berufsdemonstranten, ich zitiere, die Pflicht zum Widerspruch ist im Gehalt inbegriffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Joe Bauer. Und ich finde, es tut doch echt auch mal gut, wenn man so ermunternde und so kraftvolle, aber auch selbstkritische Worte hier hört. Ich glaube, wir haben schon gute Ansätze in unserer Bewegung, wenn wir oben bleiben sagen. Dann sagen wir doch nicht, oben bleiben an der Regierung, sondern dann sagen wir, unser Kopfbahnhof soll oben bleiben und vielleicht die, die jetzt gerade auf dem Bahnhof stehen, aber nicht oben an der Regierung bleiben. Und wenn wir sagen, ihr werdet uns nicht los, wir euch schon, dann geht es an alle Regierungen.